Ja, ich meine, man merkt schon noch, dass hier große Inaktivität herrscht, ein bisschen auf dem Kanal. Aber ich habe gemerkt, seitdem ich einfach nicht mehr jeden Tag ein Video hochlade, seid ihr wieder aktiver geworden irgendwie. Und das finde ich richtig, richtig geil auf jeden Fall. I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my was the dun the dun dun? I still got. Hey Leute, was geht ab und seid herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games auf dem Xavento.de Server. Und ja, es ist mal wieder eine Runde Survival Games. Wir spielen auf der Map Sea Games und wie man sieht, ist hier der Spawn wenig verpackt und wie man sieht, lag es gerade auch extrem. Irgendwie. Moment, wie sieht es denn aus? Ah, und mein Ping ist am Arsch. Da ist immer so 20, dann wieder 40. Aber es liegt am Server, weil es haben sich viele, oder viele haben vorhin auch schon. Ja, gut, Alter, Mann, wie es gerade laggt. Es haben vorhin. Alter! Nicht euer Ernst, Xevento. Es haben vorhin schon extrem viele geschrieben, jo, dass es laggt. Alter, Mann, what the fuck? Xevento, holy shit. Was ist hier gerade los? Gut, jetzt scheint es aber ein wenig besser zu gehen. Okay, wir haben eigentlich ganz gute Dinge gekriegt am Spawn. Soll ich sonst sofort nach oben? Ander, what the fuck? Puh, hat er nochmal Glück gehabt. Wow, wow, wow. So, da unten ist einer. Nun, und zwar ganz kurz. Mal sehen, ob wir ihn kriegen können. Okay, zwei Hits haben wir ihm schon gegeben, immerhin. Jetzt mal schnell auftauchen. Okay, nochmal ein Hit. Irgendwie auf Xevento ist es relativ einfach zu gewinnen, finde ich persönlich. Weil, ja, also ich möchte natürlich auch halt gute Runden euch bringen. Und, Hector. Oder hat er noch eine riesen Range einfach? Na ja, gut, okay. Auf jeden Fall haben wir ihn auch. Gut. Ja, es ist dann einfach so auf Xevento. Irgendwie, ich will nicht sagen, dass alle Spieler auf Xevento scheiße oder Ease oder sowas sind. Aber auf jeden Fall leckt es hier erstmal. Und den habe ich jetzt ganz knapp doch gekriegt. Ah, dann, okay, und der kommt und der weiß wahrscheinlich, dass ich low bin. Ah, schnell weg. Du weißt es doch nicht, ich weiß nicht. also, okay, ja, um zum Thema zu kommen, genau. Ich spiele einfach gerne auf Xevento, weil ich gewinne ja auch ab und zu einfach mal wieder eine Runde. Und ich möchte dann nicht sagen, dass die Spiele nicht schlecht sind oder so, sondern einfach, ja, dass es hier ganz unterschiedliche Spieler gibt vom Niveau her. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, zum Beispiel auf Gomme ist das Niveau bei SG ziemlich, ziemlich hoch eigentlich. Also es ist kein gutes Niveau, sage ich jetzt mal. Es gibt sehr, sehr viele gute Spieler an auf Gomme. Und deshalb ist es auf Gomme einfach relativ schwierig für mich, irgendwie da mal eine gute Runde hinzukriegen. Und deshalb spiele ich halt gerne auch auf Xevento immer wieder ein bisschen SG. Weil, ich meine, ich habe ja fast eine 2er KD oder 1,75 oder so ist sie aktuell. Ja, ich spiele einfach gerne hier. Allerdings ist es ja mit den Teams ein wenig übertrieben, weil ich weiß, dass oben ist ziemlich sicher auch ein Team. So wie es aussieht. Ja, es müsste ein Team sein. Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Team ist. Weil einer sneakt jetzt. Ich kann natürlich mal rüber gehen. Hi. So. Ein Steinschirm, glaube ich. Oder ja. Ah, Mann, da bin ich tot. Oh, shit. Okay, Leute. ja. War ein Team. Ich würde sagen, wir machen eine neue Runde. So, und da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Und jetzt ist irgendwie mein Ping auch wieder gut. Keine Ahnung, irgendwie hat es auf dem Server vorhin einfach extrem geleckt, wie man gesehen hat. Ja, auf jeden Fall spielen wir jetzt auf SG7. Und ja, mal sehen. Aber ich weiß nicht, ob das vorhin auch wegen dem Lag ein war, dass ich jetzt gestorben bin. Und ich bin eben auch nicht sicher, ob ich lag oder ob der Server lag, aber hier liegt es jetzt eindeutig irgendwie so ein bisschen am Server, so wie es aussieht. Ah, gut, okay. Wir haben Schwert wenigstens gekriegt, das ist die Hauptsache. Und das ist schon mal sehr wichtig, finde ich persönlich. Wenn man auf Xevento ein Schwert kriegt, das ist nämlich nicht unbedingt selbstverständlich. Aber Xevento ist halt auch ein Server, wo es meiner Meinung nach relativ viel Stuff gibt. Oder wo man echt relativ schnell relativ gute Ausrüstung kriegen kann. So, den hätten wir uns direkt mal aus dem Weg geräumt. Gut, gut, gut. Läuft doch ganz okay. So, ich gehe jetzt mal hier rein direkt. Es gibt dann hier auf Xevento nicht irgendwie irgendwelche Secrets oder so. Also ist eigentlich ganz, ganz chillig hier immer zu spielen. Weil man nicht unbedingt sagt, ja, alle gehen immer dahin, weil da gibt es das und das, sondern auf Xevento ist wirklich, sind die Kisten halt immer random, oder so gut wie immer random, was da drin ist. Klar gibt es Orte, wo es ein bisschen bessere Kisten gibt, aber es gibt zum Beispiel nicht irgendwie
ja, auf Hive halt ein Eisenschwert, da im Ghetto, ich glaube Ghetto sagt man dem da unten. Ja. So, ich weiß gar nicht, habe ich den Kill bekommen für den, glaube ich. Ja, habe ich bekommen. Achso, ich habe Punkte bekommen für den, aber ich habe nichts. Ich habe. Was heißt das? Ich habe Punkte fürs Killen von ihm bekommen, aber ich habe nichts bekommen dafür. Ich habe den Kill an sich nicht bekommen, weil ich kein Level gekriegt habe irgendwie. Weil normalerweise kriegt man immer ein Level, wenn man jemanden killt. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, um auf Xevento XP zu kriegen, nämlich nur durch Leute töten. Und das finde ich dann auch ist mal etwas anderes, oder? Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr geil. So, und übrigens, ich hätte eigentlich alles auch uncut machen können jetzt diese Runde. Und ich glaube, es gibt wieder ein Team in dieser Runde. Aber auf jeden Fall ist das jetzt auch gerade direkt die nächste Runde. Im Anschluss an die letzte. Die ihr jetzt gerade vorhin gesehen habt. Ich habe wahrscheinlich einen kurzen Cut gemacht jetzt gerade zwischendrin. Aber ja gut. Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie 80 Spiele insgesamt gespielt hier auf Xevento. Und ich glaube, ich habe 4 gewonnen davon bisher. Und das ist eigentlich, also ich bin echt zufrieden damit. Wenn man mal vergleicht, ich habe auf Hive 300 Runden bisher gespielt und eine gewonnen, zum Beispiel. Ne? Ich habe einen einzigen Win auf Hive. Ja, ich weiß. Ist halt Hive. Ist halt auch Hive und da ist halt meiner Meinung nach schon das Niveau relativ hoch ist. Jetzt nicht ironisch gemeint, ne? Weil auf Hive sind wirklich gute Spieler. Und wer nach Niveau sucht, der spielt halt auch auf Hive. Und ich höre jetzt nicht an, dass ich niveaulos bin, ne? Aber. Ich meine, für mich ist das Niveau einfach ein bisschen zu hoch. Oder ich spiele halt lieber einfach auf Servern, wo man halt ein bisschen Kills macht ab und zu. Oder wo es halt auch, wo man dann auch die Chance hat, jemanden zu killen, sage ich jetzt einfach. So, auf jeden Fall, ja. Das, was ich auch immer so gesagt habe, ich kann eigentlich heute eigentlich über ein Thema reden. Und zwar über. Oh fuck, dieser liebe Mein Leon spammt mich wieder zu in Steam, okay. Muss nachher gleich mal blockieren vielleicht. Ne, keine Ahnung. Genau, eigentlich wollte ich über Defcon reden, weil ich habe jetzt schon relativ lange kein Defcon mehr gebracht auf Hive. Und ich habe auch schon ziemlich lange kein Defcon mehr gespielt. Und ich habe letztens, beziehungsweise es war gestern, ne, es war heute sogar im Stream, haben ja wieder mal Defcon gespielt und es hat einfach wieder so richtig Bock gemacht. Alter, hör mal auf zu spammen, du scheiß Leon. Ich bin am Aufnehmen, Mann. Ja, auf jeden Fall habe ich wieder mal Defcon gespielt und es hat richtig Bock gemacht, fand ich persönlich. Und deshalb wollte ich einfach mal fragen, soll ich wieder mal Defcon bringen? Weil, wenn ich mich so erinnere, das letzte Video mit den wenigsten Aufrufen, was kam so in den letzten 3 Wochen, war Defcon. Und ich meine, ja gut, ich bin ein guter Defcon-Spieler, aber so wie es aussieht, kam es anscheinend doch nicht so ober mega gut an. Und ich, oh man, jetzt leckt es wieder, oder wie? 21 MS. Es liegt am Server, glaube ich. Echt, es liegt auch am Server, weil. Und nicht an mir. Alter! What the fuck? Ja, nee, es leckt extrem heute auf Xevento. Keine Ahnung warum. Es sind ja auch nur 400 Spieler online. Normalerweise sind da so über 1000 online. Ja, auf dem Server, aber heute sind ja nicht so viele da. Na gut. Egal. So. Wie sieht's denn aus? Also über was soll ich noch reden? Über gar nicht. Also irgendwie. Ich habe ein bisschen so einen Faden verloren gerade, weil ich irgendwie gerade so überrascht war, dass die vorherige Runde auf Sea Games so gut lief und die hier läuft jetzt eigentlich auch gerade nicht schlecht und ja, was willst du sagen, sonst eigentlich nichts mehr. Also geil wäre, wenn wir noch ein bisschen bessere Rüstung kriegen würden. Oder wenn es jetzt aufhören würde zu lecken vielleicht. Das wäre schon noch geil. Xevento könnte mir diesen Wunsch erfüllen vielleicht. Wäre sehr, sehr nett auf jeden Fall. So, gut, wir haben immer ein paar Eisenteile. Das ist auf jeden Fall gut. Und ja, übrigens, ich spiele mit dem Default Edit und mit unserem Default Edit, was ganz 3K Special ja released habe. Oder ja, eben von Emir halt ist es. Und dann auch ja die Überleitung. Nein, es packt Pech. Jetzt bin ich traurig. Oh, okay. Na, ich muss auch gleich mal bei Steam gucken, was dieser Leon jetzt gewinnt. Unbedingt wollte. Na stimmt, ein Doppelkisten kann man ja nicht aufnehmen. Aber echt, ich finde das halt schon auch geil, wenn man einfach nur Rechtsklick machen muss und dann hat man halt die Kiste. Weil da kommt es halt nicht so sehr auf Ping drauf an. Und ich glaube, das hat nichts gebracht. Also, ich meine, sowieso, es kommt sowieso grundsätzlich nirgends auf Ping an, weil Ping ist nicht gleich PvP. Aber,
es ist zum Beispiel auf Gomme so, da merke ich es ziemlich krass, auf Gomme, ich kriege das selten irgendwas aus den Kisten einfach, weil einfach ich so aus der Schweiz halt nicht so einen guten Ping aufzukomme und dann gibt es dann Leute, die einfach eine Kiste zum Beispiel früher, ein bisschen früher öffnen können von mir. Also ich meine, mein Ping ist ja eigentlich gut, aber könnte besser sein, na. Aber gut, liegt an wenig vielleicht auch an meiner Maus oder an mir. Ja, Multi, du bist halt auch schlecht. Na gut, so. Die Runde dauert jetzt doch auch schon ein paar Minuten, aber es wird jetzt dann gleich Deathmatch sein, wenn die Kisten schon befüllt werden. Nice, wir haben eine Enderperle gekriegt. Und ein Dia. Dia Hype. So. Und hier. Gut. Also, aber in Essen haben wir echt genug im Moment. Und eigentlich konnte ich eigentlich gar nicht hier nach unten gehen. Ich konnte eigentlich nach High Horse noch gehen. Und jetzt, also. Ich muss mich mal wieder ein bisschen bewegen lernen erstmal. So, es gibt ja hier keine Pressure Plates. Na, das gibt es hier nicht auf Xevento. So, der verschaut in 2 Minuten. Ah, alles klar. 4 Leute leben noch. Ich glaube, es ist immer so gemacht bei Xevento, dass eine Runde genau 10 Minuten dauert. Das heißt, nach 10 Minuten ist einfach Deathmatch, egal wie viele Leute noch leben. Und ja. Ist jetzt halt so. Gut, alle Kisten ja gar nicht gefüllt. Mal sehen. So, jetzt wurden alle Kisten hier platziert. Hier müsste irgendwo eigentlich noch eine Kiste geben, glaube ich. Wobei in diesem Teil hinten kenne ich überhaupt nicht aus. Aber es müsste auf jeden Fall noch 1-2 Kisten geben hier in der Nähe. So, mal sehen. Ich könnte natürlich jetzt auch um einiges besser ausgerüstet sein fürs Deathmatch. Also ich denke mal nicht, dass ich das gewinnen werde. Und jetzt packt es wieder ein wenig. Schade. Aber okay. Was haben wir noch gekriegt? Nicht so viel Nützliches aktuell. Gut. Ist aber auch egal. Und ja, was mir übrigens auch mal gerne in die Kommentare schreiben dürft, oder worum ich sehr froh wäre, soll ich in Zukunft mehr SG bringen oder so? Weil ich habe ja schon immer Bock auf SG, aber ich möchte dann auch, und was mir persönlich auch ein bisschen wichtig ist, dass dann auf dem Kanal, dass es hier eine Abwechslung gibt. Und ich bin eigentlich richtig zufrieden mit dem Kanal. Genau, und damit komme ich jetzt auch endlich mal noch zum zweiten Thema, was ich ansprechen wollte, genau. Ich wollte mich eigentlich mal richtig herzlich bedanken bei euch allen für eure Aktivität in letzter Zeit, denn wir sind jetzt immer in 3150 Abonnenten oder sowas und also erstens mal eine richtig krasse Zahl und zweitens, ja, ich meine, man merkt schon noch, dass hier große Inaktivität herrscht ein bisschen auf dem Kanal. Aber ich habe gemerkt, seitdem ich einfach nicht mehr jeden Tag ein Video hochlade, seid ihr wieder aktiver geworden irgendwie. Und das finde ich richtig, richtig geil auf jeden Fall. So, und jetzt ist Deathmatch. Ich habe keinen Goldapfel. Na gut, okay. Mal sehen. Gut. Also ich meine... Oh nee, es leckt. Nein. Mann. Es liegt am Server. Leute, ich fall einfach raus. Es liegt nicht an mir. Mein Ping ist 20 MS oder so. LOL. Jetzt komme ich dann bestimmt wieder nach oben und dann bin ich direkt tot oder so. Leckt. Ja, GG. GG würde man sagen. Okay. Das war das minimal geleckt am Ende. Gut, hier kann ich jetzt echt nichts dafür, Leute. Also, auf jeden Fall, ich möchte wirklich bedanken für die ganze Inaktivität. Wir erreichen beinahe auf jedem Video die 50 Likes, was wirklich richtig, richtig Hammer ist. Wenn ihr das so weiterführen könnt, dann bin ich echt zufrieden. Und dann bin ich so richtig zufrieden, sowieso aktuell schon, wie sich der Kanal entwickelt. Also, ich möchte wirklich ganz herzlich bei all den Leuten bedanken, die aktiv sind und jedes Video sich anschauen, was ich hochlade. Denn, wie gesagt, es kommt ja immer Samstag und Sonntagnachmittag irgendwann ein Video. Und dann immer am Mittwochabend um 18 Uhr, genau. Und ja, das freut mich einfach richtig, dass die Videos wieder öfter geschaut werden als früher. Und ja, ich möchte einfach nur bedanken bei euch damit. Und ja, ich würde sagen, das war jetzt leider ein bisschen nerviger am Ende. Vielleicht muss man mein PC oder sowas neu starten, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob es am Server lag oder ob es einfach bei mir geleckt hat. Ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, wenn wir 50 Likes schaffen, wäre es sehr, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich möchte einfach bedanken bei euch. Für die große Aktivität, jetzt wieder für die größer werdende Aktivität auf jeden Fall. Und ja, ein bisschen sorry hier am Ende, na, war jetzt nicht so optimal, dass ich so gestorben bin, aber okay. Macht's gut, Leute, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video und natürlich ab 8 Uhr morgens läuft auch wieder der Livestream morgen. Schaut vorbei, wenn ihr Bock habt. Bis dann!